Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Spice Engineers von Keen Software House. Auf dem Mond. Nimm mal das wieder in die Hand, jawohl. So, L-Gerät haben wir hier geparkt. Wenn ich hier das Licht sehe. Die gehen schön weit. Aber zu weit. Nein. Da. Zwei. Drei hier könnten wir, ne? Jawohl. Die müssen wir erstmal reinschmeißen ins Lager. Wir brauchen... Kommt denn so rum? Wir brauchen die anderen. Halt. Das auch noch raus. So, unten drunter, vorne. Eins. Oben. Ach, ganz vorne. Und oben drauf. Die nehmen wir mal raus. Dann nehmen wir mal lieber die Flutlichter. Vielleicht helfen die unten mehr. Die hatten einen größeren Umkreis. Haben wir sie noch drin? Jawohl. Acht. Rotation Light. Oh. Nice. Corner Light. Corner Light. Innenbeleuchtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht klappt das mit denen besser. Ich weiß es nicht. 1. 2. 3. Vier. Ich hätte sie vielleicht auch gleich fertig schweißen sollen. Fünf. Finde ich nie wieder. Hä? Das ist... Nee, da geht's auch nicht. Oder? Unten. Zwei. Unten, vorne, oben, links, immer aus der Fahrerkabine raus, ne? Genau, wie beim Auto, hinten, immer in Fahrtrichtung sozusagen, rechts, da haben wir das, da, ne, gehen wir hier unten dran, das Eis da oben will ich mir noch sparen. Wenn wir da einmal dabei sind, können wir uns hier mal drei hier klauen. Na, reinsetzen, jawohl. Und zutschst du die automatisch? Jawohl, sechs da drinne. Richtig. So, und jetzt? Nee, doch, stimmt, Kontrollfeld. Nicht die Bohrer, sondern Innenbeleuchtung. Müssen wir sogar mal richtig schreiben, Licht. Speichern. ABCDEFGHIJKL. Ach, die sind hier oben. Ach, Licht hat er automatisch. Na, dann wird es doch Licht. Genau. Speichern und Licht löschen. Und Licht heißt Radius voll hoch. Vignettierung, Intensität, exponentielle Abnahme des Lichts 1, linear, 2 quadratisch und so weiter. Boah. Das ist schon mal schön hell. Rundrum. Wie weit strahlt's, wissen wir nicht. Naja, nach unten hin geht. Aber auf jeden Fall beim Boden bestimmt. Besser, besser, besser. Wir machen wollten eigentlich was ganz anderes, ne? Genau. Wir brauchen hier mehr Raffinerien. Wie viel haben wir denn schon durchgejagt? Naja, eins. Ein ganzes. Nicht leer. Reaktor groß 489, das ist der da oben. Der verbraucht auch noch. Das ist ungünstig. Das würde ich eigentlich vermeiden. Der hat schon 13. Jawohl, wir haben eine positive Bilanz. Fetzt.
Nee, nicht FG. Wir brauchen Raffinerien. Raffinerie. Förderbandsystem. Wollte ich dazu auch noch bauen. Ja, können wir ja später noch machen. Vielleicht wird sie ja auch so schön beliefert. Was wir brauchen ist... da sind die Fördermodule. Sauerstofftank? Nee. Ich finde die immer so schlecht. Ja, die Verbesserungsmodule, hier Produktivitätsmodul. Damit hat man dann alle, ne? Genau. Ja, CV, jetzt war es die Juve im Produktivitätsmodul. Nein, werden wir bestimmt nicht einbauen. Wir bauen wieder Effektivitätsmodul ein. Wenn wir so wenig Erze da haben, gehe ich auf ganz Nummer sicher. Dann baue ich lieber noch mehr Raffinerien. Das kannst du aber annehmen. So, wir brauchen... Kann ich doch hier rausnehmen. Ah, clever. Oh, was ganz Neues bei mir? Hast du dir das gemerkt vom letzten Mal hier? Nehmen das. 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 Kannst immer schön reintatschen, wieder rausnehmen, weißt du? So, schön wäre jetzt noch, wenn ich hier mit der 8 das dran setzen könnte. Aber das kann ich nicht. Doch! Seit wann geht denn das? Ich habe das ein paar Mal ausprobiert, da ging das nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst mit dem da reinschmeißen. Da kann die nicht losgehen. Da schweißt du das wohl fertig, weißt du? 1, X. Schmeißt das da rein. Dann holst du dir hier wieder was raus. Wieso machst du denn das jetzt so schief? Ja, so. Legst das da rein. 8. Das da rein. 8. Und das da rein. Quatsch, können wir die sogar vorher fertig schweißen? Nice. Dankeschön, ich hab's verstanden, CV, was du meinst. Und damit kannst du dann die hier fertig schweißen. Die kann automatisch durch das Konveyernetz jetzt schon befüllt werden, weil unten die beiden Dinger aneinander hängen. Und da kommt's auch schon rein. Warte mal, ist in der anderen nur Uran drin? Richtig. Ich habe ja alles hier reingeschmissen. Könnte ich jetzt auch noch so machen. Das ein bisschen aufteilen. Damit das Uran schneller verarbeitet wird. Das ist ja die Hauptsache. Stein brauchen wir jetzt nicht so. Also Eisen schon und so, aber... nice, das fetzt. So schnell habe ich noch nie eine Raffinerie aufgebaut. 6? Nein, nicht 7. 6? Jena. Gib mal her, das Teil. Hast du dir auch gemerkt? Schön. Zack, gehst du ran. Mittlere Maustaste, zack. Mittlere Maustaste, zack. Mittlere Maustaste. Zack, ist das drin. 8. Mittlere Maustaste, gib mal 2 her. Jetzt sehe ich nicht, wie rum sie sind. Richtig. 1. Warum der das jetzt so schräg macht? Egal. Gehst du hoch? Halt! Schmeiß rein. Jawohl. Dann 8. Jawohl. 1. Schmeiß rein. Holst das raus. 8. Das nächste und... Ne. Willst du nicht. Gut. Denn das. Schmeiß mal hier den Rest rein. Da den Rest rein. Gibt's keine? Kenner Draw 17 Supercomputer. X. Mist. Control. Nein, Produktion. Superkonduktoren. Oh nein.
Gold? Haben wir kein Gold mehr da? Wir haben kein Gold mehr da. Heißt, ich muss vorher noch Gold freischaufeln. Na ja, das können wir ja auch noch machen. Schade, schade, schade. Oh, wird auch nicht fertig. Das wird fertig. Das wird fertig. Der wird auf jeden Fall fertig. Gold haben wir da. Also kriegen wir. Da ist es gerade angehüpft. Ja, da bleibt das Uran hier vorne und die können den Stein zerhämmern. Da ist die zwar nicht so effektiv. Das ist aber auch die Frage. Wird es hier überhaupt noch mehr? Reaktor klein? Ja, wird mehr. Denn wenn jetzt hier die ganzen Raffinerien ziehen, die brauchen auch Strom. Aber komm, wir haben zwei Raffinerien voll mit Uran. Das geht, das geht. Und wie wir gesehen haben, 489 da oben drin, 24 schon hier unten drin. Jetzt 25. Es wird... Ach! Da verbraucht doch fast gar nichts. Was waren das? 0,3 machten die immer? Geht. Get them! Jo, und wir? Halt! Wir müssen uns ja erstmal GPS. A. Gold 70 Meter. Dann müssen wir uns das jetzt erstmal freischaufeln. Nice. Zumindest fliegen wir dahin, fangen an, ne? Und ich mache dann den Rest. Wo ist es denn überhaupt? Gold da hinten 70 Meter. So, 8. Immer noch schön langsam, jawohl. Hm. Ne. Ja, man sollte auch richtig rumfliegen. Die Töne sind so cool. Alter, das Ding fliegt sich so nice. So, hier unten drunter hatte ich es mir gemerkt mit 70. Allerdings müssen wir da erstmal den hier sicherlich. Da ist nochmal Silber. Freischaufeln. Ja. Werden die Berge abgetragen. Jetzt. Oh, 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 vorsichtig. Jawohl. Jo, 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 jo. So. Und da sehen wir auch schon 70 Meter. Wir nutzen dann auch mal die breite Fläche. Na, 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 na. Genau, schön gerade bleiben. So. Wenn wir unter dem Berg sind. Könnte das sogar noch schneller gehen. Als beim Uran. Das sieht mal so schief aus. Ist das zu tief? Können wir ein Stückchen wieder raus? Jawohl. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Dann haben wir da auch gleich Silber. Gut, Silber haben wir ja. Wenn wir hier mal eine schöne Bude reinbauen. Schönes Loch graben. Das ist super so. Ja, gerade, jawohl. So, das sind schon wieder 10 Meter weniger. Au, 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 au. Da war mal zu schnell. Ich. Jep, 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 jep.
Und... Oh, das hasse ich. Nein, Polygon hängen geblieben. Oh, durch sowas entstehen die? Das ist scheiße. Darfst du mit dem Schiff nicht mehr drankommen? Könnte uns was passieren? Kannst ja alles kaputt reißen damit. Und genau überm Gold passiert. Müssen wir jetzt drumherum buddeln. Und hoffen, dass wir es uns merken. Kriegst du auch nicht mehr weg. Kannst du vergessen. Das ist zum Kotzen. Siehst du das hier? Kannst du hoch? Kannst du rein? Manchmal sieht so aus, als wenn du es wegmachst. Wenn du dann aber mit Schwung mit dem Schiff rein, dann hier siehst du auch, wie es staubt. Also es ist noch da. Dürfen noch nicht mit der Antenne dagegen kommen. Mist. Es ist mir schon mehrfach passiert. Auf dem Planeten. Wie weiß ich denn? Nee, da war es mit normalem Bohren, so wie es jetzt ist. Ist einfach nur Partikel übrig bleiben. Die habe ich dann auch versucht wegzumachen und habe mich dann auch reingetraut, als sie dann weg waren, aber die waren nie weg. Kannst auch laden, speichern, sichern, alles wie du willst. Das kannst du vergessen, das kriegst du nicht wieder fort. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Vertrauen darfst du auch nicht, dass es nicht da ist. Das zeig mal dir nur das Schiffchen. Und das ist es nicht wert. Jetzt bin ich aber mehr auf der Richtung Silber, ne? Wir probieren mal, ob wir uns so drumherum schmuggeln können. So, ich muss ja nur einmal drunter kommen, denn. Wieso? Ich kann doch. Genau. Machen wir es vorwärts. Vom Licht her, wo warst du denn? Da, wo meine Schrift ist. Dann wurde. Mach mal nicht so schneller. Andere Richtung und du wärst kaputt. Jawohl. Dann buddeln wir uns einfach so rein. Unten drunter. Jo. Jetzt ein bisschen rechts, links. Vorwärts mache ich dann das Loch größer. Da weiß ich, dass ich dann auch so raus muss. Machen wir einfach hier weg. Machen uns hier rückwärts noch so eine schöne Fahrrinne rein. Machen wir. Nein, nein, nein. Ja, so rum, genau. So. Nice. Ja, ne, da habe ich ja was zu tun. Muss da runterkommen. Naja, was soll's. Was soll's. Das war schon zu viel. Jetzt müssen wir hier noch wegmachen. So, schön. Mal gucken, wie viel. Ja gut, so extreme Mengen an Gold brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Denn mit dem Gold habe ich natürlich unterschätzt. Aber bin ich da nicht schneller, wenn ich mich runterbohre? Mit dem Handbohrer? Oh, das geht nicht so schön. So wie das hier. Dann könnte man doch jetzt... Wie sehe ich das am besten so rum? Wenn man die Schrift dort weglässt. Geht das so? So? Das wollte ich gar nicht. Hilfe! So? Ich würde eigentlich genau so drücken und gucken.
Da lang? Müsste ich mir so rumbuddeln und dann so mich runterschieben? Ich könnte ja auch fast auf der Stelle mich drehen und einfach runter. Das wäre auch eine Idee. Ja, das werde ich mal probieren. Aber das machen wir in der nächsten Runde. Ich setze den mal hier ab. Leer ist er ja noch. Mal gucken, wie lange ich brauche. So, mittendrin im Loch. Jawohl, beim Buddeln. Hau mal hier aus. Jawohl. Achso, wackelt trotzdem noch. Schön. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es dir gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten chilligen Runde wieder zu Space Engineers von Keen Software aus. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.